also ich bin Freier, 19 Jahre alt, Mitglied der SDJ hier in Kassel. Und wir waren heute gemeinsam mit vielen anderen Friedensgruppen demonstrieren, denn heute ist der Antikriegstag, also ne, 1. September. Heute vor 79 Jahren hat Nazi-Deutschland den Zweiten Weltkrieg begonnen mit dem Überfall auf Polen. Genau, und deswegen hatten wir heute eine Kundgebung mit vielen verschiedenen Rednern, auch von der Gewerkschaft, von der Kirche, also sehr breites Spektrum, bunt gemischt eigentlich. Und jetzt hatten wir noch einen ganz kleinen Demonstrationszug zum Mahnmal für die Opfer des Faschismus. Hier wollen wir eben auch nochmal quasi gedenken stärker statt demonstrieren. Genau, und ich glaube, es ist total wichtig, auch heute noch, auch wenn es schon 79 Jahre her ist, an diesem Tag auf die Straße zu gehen, auch wenn man viel anderes Spaßiges machen könnte, denn auch heute ist das Ganze aktuell. Heute wie damals haben Rüstungsbetriebe vor allem in Kassel für den Tod produziert, für ihre eigenen Profite und für den Tod vieler Menschen. Insgesamt reden wir von 60 Millionen Toten durch den Zweiten Weltkrieg. Und ja, auch heute macht zum Beispiel Rheinmetall oder Krauss-Maffei-Wegmann noch Gewinne, dadurch, dass sie in Kriegsgebiete Waffen liefern. Und auch heute ist das Ganze keine Sache, die vorbei ist, denn der Schoß ist fruchtbar noch, wie man so sagt. Gerade vor ein paar Tagen gab es ja die Vorfälle in Chemnitz, wo gewaltbereite Nazi-Banden durch die Straßen gezogen sind. Und ich glaube, wir dürfen uns das nicht gefallen lassen. Und ich glaube, deswegen müssen wir selbstbewusst auf die Straße gehen und sagen, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg, abrüsten statt aufrüsten, Geld für Bildung statt für Rüstung. Deswegen engagiert euch.